weiß aber nicht, wie es Ihnen geht. Ich könnte Sie noch stundenlang stehen und den beiden zuschauen. Wir können dem Rundweg aber auch schon weiter folgen und kommen dann zum größten Landraubtier Europas. Dann fällt auf, dass Sie ein bisschen langsam und relativ schwerfällig unterwegs sind. Das ist dann aber auch irgendwo verständlich, wenn man bis zu 250 Kilogramm wiegen kann. Können aber trotz ihres Gewichtes Spitzengeschwindigkeiten erreichen von bis zu 50 km/h. Also so schnell, wie man mit dem Auto in der Stadt fahren darf. Und da weiß man auch ganz genau, als Mensch kommt man da nicht mehr so schnell davon. Und wenn man den beiden dann auch mal ins Gesicht schaut, dann fällt auf, dass die ja eigentlich relativ freundlich aussehen. Es ist nur blöd, dass die genauso aussehen, wenn sie schlechte Laune haben. Und jawohl, jetzt hat er fast alles abgeräumt. Die Luchse tragen beim Gehen nämlich ihre Krallen immer eingezogen und so nutzen die sich nicht ab und bleiben schön scharf und spitz für die Jagd und auch zum Klettern. Außerdem können sie sich mit den gezogenen Krallen auch fast lautlos an ihre Beute heranschleichen. Und jawohl, da hat er die Beute jetzt auch mit braven Krallen festgehalten. Und in der Natur würde die Beute dann mit einem gezielten Kehl oder gelegtes getötet werden. Wir schauen jetzt einfach mal, ob die da oben denn überhaupt sicher sind. So, Achtung. Und jawohl. Da sieht man, das sind wirklich hervorragende Kletterer. Und da ist niemand sicher oben auf dem Baum. Ganz im Gegenteil, die lauern da sogar ganz gerne mal oder schlafen da auch mal. Die Luchse haben dann auch immer verschiedene Merkmale, an denen man die immer erkennen kann. Das sind dann zum einen die Pinsel oben an den Ohren, der Backenbart oder auch der Stummelschwanz. Ja, bei den Pinseln oben an den Ohren, da weiß man ganz genau, wozu die da sind. Die verbessern nämlich das sehr gute Gehör. Die können dann nämlich eine Maus im raschelnden Laub auf 50 Meter genau hören und ein laufendes Reh im Wald sogar bis auf 500 Meter genau. Geier ernähren sich hauptsächlich von Aas, also von toten Tieren. Sind hier schon einige Wölfe hochgekommen und was wir hier sehen können, dass wir bei unseren kanadischen Timberwölfen zwei Fellfarben sehen. Timberwölfe gibt es in graubraun und in schwarz. Beide Fellfarben können auch in einem Wurf vorkommen, dabei ist es egal, wie die Elterntiere aussehen. Das heißt, wenn Leitwolf und Leitwölfin beide graubraun sind, können da trotzdem schwarze Welpen auf die Welt kommen. Die Wölfe, die es wieder bei uns in Deutschland gibt, das sind dann die europäischen Wölfe. Die sind kleiner und leichter als die Timberwölfe hier. Da gibt es nur die graubraune Fellfärbung. Da sind die ersten schon vor Jahren über Polen nach Deutschland zurückgekehrt. Zuerst in die Lausitz und in die Muskauer Heide.
Mittlerweile haben wir in Deutschland über 150 Wolfsrudel, die regelmäßig auch für Nachwuchs sorgen. Die meisten Wolfsrudel leben dann in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Einzelne Wölfe sowie auch Wolfspaare sind mittlerweile deutschlandweit auch unterwegs. Die suchen jetzt nach einem geeigneten Gebiet oder eben noch nach dem passenden Partner, damit man ein neues Rudel gründen kann. Ja, früher hat man in Deutschland die Wölfe gejagt und auch ausgerottet, aber nicht, weil sie uns direkt gefährlich geworden sind. Wölfe sehen uns Menschen auch heute nicht als Beute an. Das Problem war schon immer, dass diese großen Raubtiere unsere Nahrungskonkurrenten waren. Da hat jemand seinen Lieblingsstock gefunden. Ja, Nahrungskonkurrenten in dem Sinne, dass es eben so war, dass auch der Wolf irgendwann mal gelernt hat, dass die Haustiere, die wir Menschen haben, eine potenziell leichte Beute darstellt. Und warum sollte ein Wolf auf kilometerlange Hetzjagden gehen, wenn die Kuh nur angebunden steht oder Schafe und Ziegen eingepfercht waren? Genau da ist aber die Problematik entstanden, denn als Bauernfamilie früher, da hatte man nicht sehr viele Haustiere. Die wenigen Haustiere, die man dann hatte, die waren für den Eigenbedarf gedacht. Wenn dann was gefehlt hat, weil es der Wolf gerissen hat, konnte das existenzbedrohend werden. Ja, scheinbar will er auch seinen Lieblingsstock nicht teilen. Oh doch, jetzt hat er ihn hergegeben. Ja, heute ist es dadurch eben umso wichtiger, dass man aufklärt und die Tierhalter unterstützt. Jetzt muss man schauen, wie man das hinbekommt, dass die Wölfe auf Abstand bleiben. Dafür muss man testen, welche Zäune dafür nützen oder ob man vielleicht auch zu alten Methoden zurückgreifen kann. Wie zum Beispiel Herdenschutzhunde. Ja, Herdenschutzhunde sind große Hunderassen, die kann man dann in Schafs- oder Ziegenherden reinsetzen. Wenn die dort aufwachsen, sehen die diese Tiere als ihr Rudel an. Die verteidigen dann das Rudel gegen alles, was da kommt. Das machen die erfolgreich gegen Luchse, Wölfe, sogar gegen Bären. Ja, und als zweibeiniger Dieb traut man sich da auch nicht mehr an die Schafe ran. Ja, es sind noch einige Wölfe oben. Die werden jetzt hier auch die besten Brocken sich, glaube ich, raussuchen. Wir können, bevor wir dem Rundweg folgen, haben wir noch ganz kurz Zeit. Das bedeutet, falls Sie jetzt noch Fragen haben oder auch die Kinder was wissen wollen, können wir uns gerne drüber unterhalten. Dann dürfen Sie jetzt gerne fragen. Die Rudelgröße in der Natur ist immer abhängig davon, wo sie leben und was es da für Beutetiere gibt. Je größer die Beutetiere werden, desto größer kann ein Rudel oder muss ein Rudel werden. Ja, das Rudel muss nämlich eine Größe haben, damit sie eben auch das größtmögliche Beutetier überwältigen können. Auf der anderen Seite dürfen es natürlich nicht zu viele Wölfe werden, denn von einem Beutetier muss das ganze Rudel auch satt werden können. Als Beispiel die kanadischen Timberwölfe, die können bis zur Elchgröße hin jagen, die haben aber auch andere große Hirscharten in Nordamerika. Da kennt man Rudel mit über 20 Tieren in der Natur. Bei uns in Deutschland sind die Beutetiere kleiner, deswegen auch die Rudel. Da sind es im Schnitt 5 bis maximal 10 Tiere pro Rudel. Thank you.
ab, um damit dann einfach das Revier zu markieren.